Das ist die Geschichte des berühmten mexikanischen Banditen José Gómez, der das Gebiet westlich des Colorado mit einer Bande von Desperados terrorisierte. Selbst seine besten Freunde waren nicht sicher vor ihm. Es gibt nur einen Mann, den er fürchtet, den gnadenlosen Bounty-Killer Luke Gilson, dessen Job es ist, Banditen zu jagen, hart und erbarmungslos, der ihren Kopf will und den Preis dafür, harte Dollar. Seit du hier bist, hat es nur Mord und Totschlag gegeben. Seit ich hier bin? Seit er hier ist, meinst du? Die Stunde des Duells. Die Abrechnung zweier Menschen, die außerhalb der Gesellschaft stehen und sich zum Richter und Henker ihrer Feinde gemacht haben. Ihre Motive sind verschieden, doch beide haben ein Ziel. Rache. Wo steckt der Strolch? Hey, ihr, sucht ihr vielleicht Luke Gilson? Dieser Kampf ist so mörderisch wie keiner zuvor. Beiden ist jedes Mittel recht, um zu überleben und den anderen sterben zu sehen. Verrat, Diebstahl, Plünderung, Raub und Mord. Vor nichts schrecken Luke und José zurück. Trotzdem, sehr lieb von dir, mich zu warnen. José, ich bitte dich, verschwinde. Denkst du, ich habe mir den weiten Weg gemacht, nur um dich zu verlassen? Die Geschichte eines gnadenlosen Kampfes. Bist du lebensmüde? Der Bursche da ist Luke Gilson, Mann. Hast du ihn befreit? Ja, das habe ich getan. Welchen Preis fordern Sie, wenn Sie mir helfen, Luke Gilson? Kommt drauf an, was es Ihnen wert ist. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Lebend möchte ich dich, mein Sohn, wenn es sich machen lässt.